So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wir sind auf dem Weg, Komm und sieh dir Rätsel meine zu Ware an. lösen. Wir sehen uns jetzt gleich Ware an. Schauen wir mal, was die nette Dame hier hat. Hat schon wieder ein Trommler. Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Komisch, immer gleich. Ach, bei der waren wir schon. Granaten. Also wie Gold. Ja. Können wir mal verkaufen, nicht? Mal ein bisschen Stuff loswerden. Ein gutes Geschäft. Bisschen Stuff Viel Spaß loswerden. damit. Ja, die anderen Sachen lasse ich mal noch. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Mach ich. Es gab jetzt kleine Änderungen mal. Ich habe es tatsächlich geschafft. Oh ja, hier ist die Krypta, wo wir nicht reinkamen. Warte. Ich habe es tatsächlich geschafft. Das Problem mit den Frames. Ich weiß nicht, ob es behoben ist, aber anzupassen. Neuen Ort entdeckt. Sarkophag. Ja. Hey, die Krypta. Nice. Ich dachte eigentlich, wir müssen noch viel mehr machen. Aber nein. Was kriegen wir? Yay, eine Kutte. Sehr schön. Ja, wo war ich? Genau, ich habe jetzt die Frames behoben. Ich habe mich immer rumgepöbelt, dass es so richtig kacke war. Ja, lag an der Raytracing-Einstellung. Die war zu hoch für die Grafikkarte. Ich verstehe es nicht so ganz. Warum überhaupt irgendwas zu hoch für die Grafikkarte sein kann. Zumindest mal das Spiel, weil das Spiel ist aus 2018. Und 2018 kam Raytracing erst auf. Also, keine Ahnung. Aber gut, wir sind mal wieder hier in einem Grab, was ich nicht so ganz kapiere. Abby, bleib am Funkgerät. Ich melde mich, wenn ich was finde. Klingt gut. Sei vorsichtig da drin. Ja. Verlass dich drauf. Hier waren wir doch schon mal. Frage: Warum kriege ich Pfeile? Das ist kein gutes Zeichen, wenn man Pfeile bekommt. Also ich habe gerade eben noch kurz Pfeile hergestellt. Und auch nochmal Holz. Also da, was das angeht, nochmal versorgt. Hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Das Gas ist an. Ja, wie auch immer. Ich hätte schwören können, dass ich schon mal hier drin war, aber egal. Kann mich auch irren. Das ist definitiv Maya-Architektur. Ja. Fragwürdig. Es muss einen Warum Weg wollte meine darüber Oma, geben. dass ich von diesem Ort erfahre? Kannst du da dran springen? Nö. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine Art Brücke. Ich kann hier hoch. Kann ich schon wieder dran springen? Frage, wie lange das hebt. Nur kurz. Aber hat für mich gereicht. Diese Brücke funktioniert anscheinend wie die letzte. Ja, ist eigentlich logisch. Also nicht ganz. Aber das hat uns ja noch nie gestört, dass man irgendwie springen muss. Spezialmunition herstellen. Ach so, ja klar, Feuer halt. Rauschende Musik. Ja. Müssen wir die Dinger halt hinher kegeln. Krieg schon wieder Pfeile? Oh nein, das gefällt mir nicht. So viele Pfeile. Okay, ich kann das Ding rüberschlagen. Und dann dagegen springen. I see not. Das muss doch so gehen. Ich weiß ja auch, warum man so viele Pfeile kriegt.
Den richtigen Moment erwischen. Ne, bitte einen Feuerfall dafür verwenden. Okay. Ah, muss früher los. Okay, gut, dann versuchen wir es dann nochmal. Fast instant los. Danke. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was siehst du? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist eine riesige Schmiede. Aber in der Größe? Was schmiedet man, wenn man dafür eine derartige Hitze braucht? Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein kann. Ja, bist du ja nie, ne? So, was sagst du mir? Dieser Ort ist eine alte Schmiede. Was wurde hier hergestellt? Ja, dass es eine Schmiede ist, wissen wir ja schon. Aber okay. Wieder was vollständig. Ja, cool. Okay, da kann ich... Den muss ich wegschlagen. Rumklettern kann ich da wahrscheinlich nicht. Also wegschlagen und hoch. Und hochziehen. Wunderbar. Oh, wir müssen hiervon mitnehmen. Ich bin immer froh, wenn es wegen solchen Sachen das gibt. Also die Pfeile. Nicht wegen irgendwelchen Sachen, das sagt Jo. Moment, da muss ich. Da muss ich. Oh Gott. Hui. Das war knapp. Okay, dann drücken wir hier mal drauf. Mal schauen, was passiert. Jetzt fängt er da unten an zu kotzen. Okay. Was passiert hier? Warum sollte ich den anderen machen? Naja. Schwere Kletterpartie. Oha. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir hatten schon schwierigere Sachen, aber das wird bestimmt ja noch durch irgendwas zu. Hier stehen Statuen. Große Gesichter. In einem Kreis um die zentrale Säule arrangiert. Sie scheinen sie zu bewachen. Aber worüber wachen sie da? Du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Ich wünschte fast, ich wäre mitgekommen. Ja. Okay. Ja, das wollte ich ja garantiert jetzt machen. Okay. Ich habe eine Vermutung, wie das geht. Zwar... ich tue mich mit dem Feuerstoß... Irgendwas passiert dann, ne? Hui! Okay. Ich schätze mal, dass ich mich da halt irgendwie hocharbeiten muss. Was finden wir hier? Wer immer ihn getragen hat, hatte entweder schlimme Kopfschmerzen oder ist nie von hier weggekommen. Moment. Da ist getrocknetes Blut. Oh Mann. Getrocknetes Blut brauchen wir jetzt ja gar nicht. Und ich habe schon wieder das Fenster offen, draußen reden Leute. Immer das Gleiche. Okay. Ist sie wieder runtergegangen? Da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich. Ist sie wieder runtergerollt? Ah jo, natürlich ist sie wieder runter. Okay, da können wir das Ding zum Spucken bringen. Verstehe ich. Was gibt's hier? Gemäß seismischer Untersuchungen vom 25. November 1983. Enorme Ölfelder unter dem Dorf.
Ich habe das Gebiet physikalisch untersucht und bestätige hiermit die Resultate. Empfehle groß angelegte Bohroperation. Porvenir wird wieder schwarze Zahlen schreiben. Dorf entbehrlich. Empfehle Outbreak der Stufe 01, falls Buyout erfolglos. Wir können nicht zulassen. Seltsam. Der Bericht bricht mitten im Satz ab. Seltsam. Okay, ich kann mich da irgendwo hinschwingen. Aktuell. Das könnte gehen. Geht das? Nein, geht nicht. Okay, also ich muss mich da hochschießen. Wahrscheinlich ein paar Mal. Weil der sich wieder runterdrehen will. Fixieren kann ich den nicht, ne? Hm. Okay, also das ist auf jeden Fall eine Art Schienensystem, wo ich mich dann hoch... Befestige. Befestige, ja, macht richtig Sinn. So. Muss das Ding da oben auslösen? Das Gas ist an. Ja, aber kommt kein Gas. Ernsthaft? Jetzt bringst du das Gas? Das überlebst du aber. Jetzt bringt er das Gas, wo das Ding schon wieder runtergefahren ist. Das macht ja absolut keinen Sinn. Okay, versuchen wir es. Einmal Ante. Willst du mir Gas spucken oder nicht? Ich glaube, die Plattform bleibt hier. Das Gegengewicht kann das Blatt draußen anheben. Ja. Ah, okay, damit kriege ich das dann jetzt wieder gestartet. Okay, ich muss erstmal Pfeile machen. Nicht wieder runterfahren. Fährt er mich hoch? Sieh ja, dass das Ding auch aus, ja. So, wahrscheinlich selbes Spiel nochmal. Schade. Hätte ja auch reichen können. Okay, haben wir hier noch was? Wo kommen wir denn hier hin? So. Können wir noch aufmachen? Ich sehe da was, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Glaube ich wieder ein Todstürzer. Ja, da komme ich nicht lang. Okay. So, das überlebst du. Feuerfeuer, schieben wir uns nochmal hoch. Muss jetzt doppelt gehen. So, dann kommen wir her. Einmal anzünden. Der andere ist... Hier. Komm, spuck. Oh, fuck. Ernsthaft. Falsch, ne?
Okay, jetzt parkt er hier. Den da drüben muss ich jetzt einschalten. Das heißt, ich muss irgendwie irgendwo hinkommen. Frage wo. Natürlich klappt die genau in dem Moment weg. Scheiße. Okay. So, wo hast du gespeichert? Bitte sag, dass du irgendwo gespeichert hast. Dass ich jetzt nicht den ganzen Scheiß noch vorne machen muss. Einmal. Dann. Oh, das war es auch nicht. Okay, ich muss weiter hoch. Und... ah, hier habe ich drei von den Platten. Dürfte der richtige Weg sein. Jo, perfekt. Ja, wusste ich. Ich wusste, dass ich hier lang gehe. Scheiße. Immer das Gleiche. Okay, schieben wir das Ding rein, dann pustet der andere noch, weil der ging jetzt gerade eben noch nicht. Das Gas ist an. Hier könnte ich rüberkommen. Ah. Jo, ne? War ja ganz einfach. Ein paar Pfeile machen. Nur für den Fall, dass ich rüberkomme. Hier. Schalt mal den mal noch ein. Immer mit. Oh, da unten noch was zu lesen. Sehr schön. Freue ich mich. Was hast du denn für mich? Es zeigt eine lange Reise nach Süden, von Mexiko nach Peru. Tausende folgen ihrer Königin, um einer großen Dürre zu entgehen. Abby, ich habe ein Wandbild gefunden, das eine große Reise zeigt. Eine Maya-Königin führt Tausende ihres Volkes von Mexiko nach Peru. Warum hat sie hierher geführt? Es gibt viele Theorien, was mit den Maya passiert ist. Die üblichen Verdächtigen sind Invasion, Bürgerkrieg, Abbruch der Handelsrouten. Aber eine andere wird immer populärer. Dass die Maya-Zivilisation letztlich einem starken Klimawandel zum Opfer fiel. Wahrscheinlich hat sie aus jahrzehntelanger Dürre herausgeführt. Wo sind sie dann alle hin? Tja, wo sind sie alle hin? Das wissen wir nicht. Und wie ich da hochkomme, ich glaube, ich hätte da nicht runterspringen sollen. Das war nicht so smart. Aber wobei, vielleicht komme ich von da aus darüber. Das könnte gehen. Das ist dann für die Leute, die aus Versehen runterspringen und sich dann fragen, wie sie da hochkommen. So wie ich. Ja... Ah doch, das könnte gehen. Jo, geht. Perfekt. Ein Boost. Du solltest... Es sollte eigentlich jetzt jeder gewesen sein. Klar. So. Ach, Scheißdreck. Warum müssen die da immer runterklappen? Das ist ja absolut ätzend. Wieder hochfahren. Okay.
So. Dann springen wir durch. Der nächste Kopf ist da drüben. Oder hier ist ein Sarkophag. Er ist wunderschön. Eindeutig königlich. Ein Sarkophag. Geschafft. Wie ein Sarg. Genau wie ein Sarg. Ich dachte, es wäre eine Schmiede. Wer auch immer hier begraben wird, stand eng mit diesem Ort und seinem Zweck in Verbindung. Kann ich irgendwas machen? Geschafft. Da hinten ist der Krabben. Das sieht wild aus. Also ich sag mal so, wenn du so einen Graf hast, wir können ja gerne das Wasser reichen. Also Pyramiden sind cool und sowas. Aber hier steckt ja viel mit Technik drin. Geschafft. Geschafft. Na, schauen wir mal. Ein Grab. Ein weiteres. Grenadier, stellen Sie Granaten her. Verursachen schweren Explosionsschaden, einen Wirkungsbereich, um feindliche Gruppen auszuschalten. Sehr gut. Und jetzt teleportiere ich mich wahrscheinlich wieder irgendwo hin, wo ich keine Ahnung habe, wie ich denn gekommen bin. Vermute ich mal. Ja. Aber wir hätten ja auch gleich zu Abby gehen können. Mal gucken, ob wir gleich bei Abby sind. Nö, natürlich nicht. Haben wir hier noch was in der Nähe? Da kann auch Gold snacken. Da muss noch ein Grab? Was? Okay. Ah ja. Gehen wir erstmal zu der, machen das Ding fertig. Komm, ist die Frage, ob ich das überhaupt holen kann. Gut, ja, voll, dachte ich mir schon. So. Jo, storybasiert ist er. Ich hab dir deine, meine, ich hab dir, ja, Ware habe ich mir angehuckt, wollte ich sagen. Ja, das war jetzt interessant, aber was genau das jetzt, ne, mit dem Geheimnis und so zu tun hat, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch noch gar nicht vorbei, dass wir für die, also das Geheimnis, was wir für die lösen müssen, versteht, was ich meine, hoffe ich. Aber gut, die werden uns ja gleich sagen, was sie davon halten. Hast du den versteckten Ort gefunden? Es war eine Schmiede. Aber es war auch noch mehr. Ja. Es ist die Ruhestätte der Maya-Königin Abarani, der ersten Wächterin von Kuvakyaku. Sie baute die Schmiede als Artefakt mit großer Macht. Welches Artefakt? Ich weiß es nicht. Mariana sagte, was dort geboren wurde, wäre längst verloren. Aber die Nachricht darin würde ewig weiter existieren. Es war eine Nachricht der Hoffnung für die Zukunft. Wenn du das alles wusstest, warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Ich habe es Mariana versprochen. Und? Soll ich jetzt plötzlich akzeptieren, dass ich eine Maya bin? Abaranis Blutlinie wurde über die Jahrhunderte verwässert, aber du bist ihre Nachfahrin. Und was bedeutet das? Du bist eine Wächterin, Abigail. Wie Mariana und ihre Mutter vor ihr, bis zurück in die Zeit von Abarani. Ich kann keine Wächterin sein. Ich habe hier Verpflichtungen. Du beschützt dieses Dorf seit Jahren. Hast du das nie irgendwie gewusst? Es irgendwie gespürt? Jetzt bist du die Bewahrerin der Geschichte. Was hat Oma immer gesagt? Dass sie seine Geschichte bewahren muss. Sicher bewahren. Sie sagte, sie würde mir eines Tages zeigen, wo es ist. Und dann würde ich seine Bewahrerin werden. Sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Sie hatte nur einen anderen Weg, es dir zu zeigen. Das sieht ihr ähnlich, nicht wahr? Sie konnte es mir nicht sagen. Sie musste eine Schatzsuche daraus machen. Ich habe deine Großmutter geliebt wie meine eigene Schwester. Aber manchmal war sie eine große Nervensäge.
Abby, ich glaube, ich lasse euch beide jetzt alleine weiterreden. Klingt, als hättet ihr einiges nachzuholen. Danke, Laura. Hier, ich möchte, dass du das nimmst, für deine Hilfe. Und bevor du irgendwas sagst, es ist ein Brauch. Du kannst nicht ablehnen. Danke. So. Es ist ein Brauch. Sie drückt mir eine Waffe ins Dings. Oder meinen die das da? Rockengespenst. Vielleicht das. Ist sie nur abgeschlossen? Schön. Hat mir jetzt eine Waffe in die Hand gedrückt? Ja, das ist ein Brauch. Das machen wir immer so. Okay. Verstehe ich nicht, aber okay. Ach, das Grab habe ich doch schon gemacht, gell? Hätte mich jetzt auch gewundert. Was fehlt hier noch? Überlebende Verstecke 4. Ein Lagerfeuer fehlt mir noch. Und eine Truhe. Überlebende Verstecke sind 2 Stück da. Ja. Wo das Basislager ist, ja, das kann natürlich überall sein. Hm. Peruanischer Dschungel fehlt auch noch. Eine Kiste. Ah, das ist die da, die fehlt. Okay. Dann gehen wir mal. Da hoch müssen wir nicht. Ich gehe zum nächsten Basislager und guck mal wegen Schnellreise. Wo ist uns dann hin? Das ist bestimmt auf der anderen Seite. Oder? Ja. Ja, dann ist das hier sogar näher. Komm. Gehen wir da an. Jetzt renne ich den Weg schon 10.000 Mal heute. Habe ich auch keine Lust drauf. Genau. Also wir sind ja dabei, alles abzuarbeiten, damit wir in Ruhe die Hauptmission machen können. Moin! Ich gehe da mal gerade durch. Dass wir... So, warte, wo will ich hin, bevor ich hier weiter quatsch? Wir gehen da hinten. Dass wir... Ne, ohne... 3 Fähigkeitspunkte. Ja. Bessere Preise. Schüttungspatron wäre eine Idee. Effekt der Ausdauerrollmischung halt länger. Ausdauerrollmischung reduzieren den Schaden von feindlichen Nah- und Fernkämpfen. Wäre eine Idee. Feinde zu leichten Gäste. Wahrscheinlich haben wir das nicht schon gemacht. Von Feinde länger. Ah, ich gehe auf das da. Okay. Schnellreise. Und zwar, das war hier. Okay. Ja, alles schön abarbeiten, dass wir ohne schlechtes Gewissen die Hauptmission machen können, weil, ja, ich denke, es geht gegen Ende hin und dann wäre es cool, wenn wir alles hätten. Ich habe keinen Bock, dass es dann heißt, jo, Spiel ist durch. Es ist halt blöd, wenn die Hauptmission durch ist und muss dann trotzdem noch Sachen abgrasen. Na, ich finde das nicht so cool. Bisschen Holz aufstöcken bei so vielen Fallen, die wir herstellen mussten. So, okay. Jetzt, dann schaue ich mal gerade, was Nester gestört. Okay. Die markiere ich mir mal. Nester stören. Seht ihr das da als Nest? Ich weiß nicht, was ist hier ein Nest? Ist das ein Nest? Oh, keine Ahnung. So, wo wollen wir hin? Da unten ist das. Wollen wir sich doch irgendwie abseilen, aber ich weiß nicht genau, wie das ging. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dahin kann man sich abseilen. Oder? Hat ja überraschend geklappt. Okay, Pilze sind immer voll. Und da ist jetzt noch Schatztruhe. Die nehmen wir natürlich mit.
Sehr schön. Und da sehe ich noch ein bisschen anderen Stuff. Dieses polierte Schmuckstück aus Silber weist einen Goldrand und eingearbeitete Türkise auf. Es scheint eine Art dekorativer Spiegel zu sein. Dö. Ja. Ein Spiegel, der nicht. Ja. Ja. Die Rückseite ist mit einer filigranen Darstellung X-Chels verziert. Spiegel ist blind schon, ne? Bisschen älter. Was haben wir hier? Liebste Nina, erneut schreibe ich dir unter schwierigen Umständen. Allerdings wären mir die Unmengen Fliegen, Bienen und Käfer, von denen ich zuvor geschrieben habe, all diese stecknadelgroßen, stechenden Schrecken, eine willkommene Qual, nun da ich mich Zähnen und Klauen erwehren musste. Ich habe tapfer gekämpft, aber die Auseinandersetzung verlief nicht zu meinen Gunsten. Ich werde dir die Einzelheiten ersparen, aus Mitgefühl, nicht aus Selbstgefälligkeit. Meine Verletzungen wurden mit Verbänden aus Schafgarbe behandelt und werden verheilen, aber ich spüre eine Infektion in meinem Blut. Wenn du das hier liest, weißt du, dass ich diesen Ort nicht lebend verlassen habe. Ich habe Jack verboten, weiterzugehen. Den jungen Rimmel haben wir bereits vor einigen Wochen verloren. Nina, dieser Ort ist nicht für Menschen geschaffen, und ich werde dir neben einem Ehemann nicht auch noch einen Sohn nehmen. Ich bin jetzt müde. Jack schläft am Feuer, und ich bin mir sicher, wenn er erwacht, werde auch ich eingeschlafen sein. Ich liebe dich, Nina. Gute Nacht, Percy. Ha, schön. Schöne Geschichte und ja. Auch ein Fähigkeitspunkt, schön. Ja, leider hat er es wahrscheinlich nicht geschafft. Wie so viele. Es haben sehr viele in den Dschungeln, dem Dschungel ihr Leben gelassen. So wie ich die Geschichten deute. Ja. Vor allem damals ohne richtige Medizin war das natürlich alles noch ein bisschen komplizierter, als es jetzt schon ist. Ich weiß nicht genau, dass wir den Nestern stören. Wie und wo mich das betrifft. Aber es ist erstmal wurscht. Was haben wir denn noch? Wir haben noch das und ja, so viel wurscht darf es mir nicht sein, weil das ist das Letzte, was fehlt. Gestrüpptes Gefieder. Okay. Dann sage ich jetzt einfach mal, ich gehe da ein bisschen rumsuchen, beziehungsweise das müsste ja irgendeine Art Nest sein. Frage wo? Bei Nester gibt es hier ein paar. Hier waren wir schon. Ja, natürlich waren wir hier schon. Ja, eigentlich habe ich. Das ist mal wieder typisch. Eigentlich tut man alles abgrasen. Am Ende hat man dann doch sehr viel. Ja, cool. Drüber. Vielleicht ist es ja hier schon. So, hier können wir erstmal was snacken. Da hinten ist ein Grab. Aber das haben wir ja safe schon gemacht. Ja, natürlich haben wir das schon gemacht. Okay. Ja, dann suche ich mal ein bisschen rum. Und dann starte ich praktisch nächste Folge, indem ich das Teil finde, weil sonst zieht sich das jetzt wieder ewig. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.